An was müsst ihr denken, wenn ihr den Volkswagen T1, sprich den Ursprungsbulli, vorm inneren Auge habt? Ich muss dran denken an einen Hippie-Bus, an Camping, an Lifestyle, an Freiheit, an Reisen, an, ja, durch die USA reisen oder sowas. Ich finde, der Volkswagen ID. Buzz, der vollelektrische Bulli, hat vieles richtig gemacht. Aber wenn er in die Fußstapfen des T1 treten will, dann muss er auch genau dieses Feeling rüberbringen. Und für mich ist das allerwichtigste Modell davon der T1 Camper. Sprich, wo bleibt der ID. Buzz Camper? Und genau dazu gibt es jetzt Neuigkeiten. Und wenn euch das alles interessiert, sehen wir uns gleich nach dem Intro. Willkommen auf dem Kanal Elektrocamping, dem einzigen Kanal, der die Elektromobilität mit Camping verbindet. Ja, und heute geht es wieder ums Kernthema Camping und zwar um den ID. Buzz als Camper-Variante. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch da oben. Da geht es eben genau darum, um die Camper-Variante des ID. Buzz. Wann wird er kommen? Wir wussten oder wir wissen, dass er nicht zum Starttermin jetzt irgendwann Ende des Jahres kommt. Das wussten wir von Anfang an. Wir wussten auch schon sehr, oder sehr früh zumindest, wir wissen auch schon sehr lange, dass es keine Camper-Variante auf dem jetzigen ID. Buzz geben wird, sondern erst auf die längere Version. Auch da habe ich euch informiert. Volkswagen in Hannover rüstet jetzt ihre Produktlinien um, dass der lange Volkswagen ab nächsten Jahr oder ab diesem Jahr schon, weiß ich nicht, gebaut werden kann. Auf jeden Fall soll der nächstes Jahr 2023 rauskommen. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Und da rüstet Volkswagen jetzt um. Und wenn dieser lange, der erweiterte MEB, also der erweiterte modulare Elektrobaukasten, wenn dann der in die lange Version des ID. Buzz in die Produktion geht, da werden wir mehr Möglichkeiten haben. Hoffentlich eine höhere Anhängerlast, hoffentlich mehr Akkukapazität und dazu mehr Reichweite und hoffentlich die Camper-Variante. Aber was gibt es jetzt dazu? Schauen wir uns jetzt an. Bevor wir zum Camper kommen, möchte ich euch ganz kurz mal über die Verkaufszahlen des ID. Buzz informieren. Der ID. Buzz ist fast ausverkauft. Es ist noch kein einziger ID. Buzz bei einem Endkunden, aber er ist hier 24. August. Er ist ausverkauft. Hier unten steht's, er wurde bereits 10.000 Mal bestellt. Nächstes Jahr werden dann nochmal 15.000 Einheiten kommen. In dem Jahr sollen etwa 15.000 Einheiten kommen. Also etwa zwei Drittel sind ausverkauft. Und wir haben gerade mal August und im Mai war der Bestellstart, ne? Also ich denke mal, die werden keine Probleme haben, diese 15.000 Einheiten an den Mann zu kriegen. Wer jetzt noch einen ID. Buzz haben will, also die jetzige Variante, den Fünfsitzer, der sollte jetzt langsam bestellen, damit er noch einen bis Ende des Jahres bekommt. Aber jetzt gehen wir mal zum Camper. Wohnmobil Neuheit 2023. Die Bilder würde ich sagen, schauen wir uns später an. Wie gut macht sich der ID. Buzz als Campervan? Hier wird auch geschrieben, dass es natürlich im Moment noch keinen Camper von Volkswagen selber gibt oder noch keine Präsentation von Volkswagen selber gibt, die den ID. Buzz präsentieren. Aber hier will jemand mit dem Möbelmodul von, ich hoffe, ich spreche es hier richtig aus, guck, 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 den ID. Buzz eben umgestalten. Es ist ja relativ einfach. Wir wissen es ja, der ID. Buzz hat ja hinten drin im Kofferraum so einen doppelten Boden, wo man unten drunter eigentlich seine Ladekabel oder sonst irgendwas drunter verstauen kann. Wenn man die Rücksitzbank umklappt, hat man eine relativ gute Liegefläche und kann darauf heute schon liegen. Wenn man jetzt dann hingeht und sagt, daraus baue ich mir jetzt hier mit Schränken und so weiter, also das ist jetzt nicht die Originalklappe, das ist ja noch um einiges höher, der hat wahrscheinlich die Rücksitzbank hier komplett ausgebaut, weiß nicht, oder da auch nochmal erhöht. Irgendwelche Möbel und so weiter rein, dass man hier drin schlafen und übernachten kann. Dann ist es natürlich der erste Schritt zum Campervan. Das ist ja natürlich noch nicht das, was wir uns unter einem Campervan vorstellen. Das ist natürlich noch nicht das mit Aufstelldach und so weiter. Ich bin mir aber sicher, und das schreiben sie hier drin eben auch, dass es in dem Jahr, dass wir nicht auf Volkswagen warten müssen.
Nicht auf 2024 oder 2025 vielleicht, wenn die ihren Campervan rausbringen. Das werden wir nicht tun müssen. Es werden vorher Drittanbieter kommen, die das Dach ausschneiden, die ein Aufstelldach da reinbauen. Um das geht es auch nicht. Das kann man mit einem Verbrenner machen, das kann man mit einem Elektroauto machen, das kann man mit allem möglich machen. Das Wichtigste, warum ich immer darauf hinweise, hier wurde es auch irgendwo geschrieben, genau das Aufstelldach schreiben sie ja auch, dass da bestimmt nächstes Jahr was kommen wird. Aber das Schwerste ist einfach die Hochvoltbatterie. Das Problem ist ja das, wir haben so viel Energie unten im Boden drin. An diese Energie müssen wir rankommen. Es ist dann einfach nicht mehr zeitgemäß, mit einem Elektroauto durch die Gegend zu fahren und dann mit Gas zu kochen oder mit Gas zu kühlen oder zu heizen oder sonst irgendwas. Gut, heizen geht auch so mit einem ID.Buzz, klar, da wird eine Standheizung drin haben. Aber das ganze Thema Kochen, das ganze Thema Kühlen, das muss alles aus der Hochvoltbatterie kommen. Eine Hochvoltbatterie, selbst jetzt die 77 Kilowattstunden Batterie, die jetzt im ID.Buzz drin ist, die ist für die Mobilität gedacht. Mobilität frisst so viel Energie, da kann alles andere, wie mal kochen für eine halbe Stunde oder sowas, das lacht darüber, über den Energieverbrauch. Das ist so gering. Es wäre ein Frevel, da noch Gas mitzunehmen, wenn ich 77 Kilowattstunden im Bauch an Energie dabei habe. Das muss alles voll elektrifiziert werden. Und das ist genau das Thema. Und das schreiben die ja auch. Hier, man darf nicht ran an die Hochvoltbatterie. Oder an die Hochvolt-Elektrik der Batterie. So, und dann könnte man eben heizen mit einem Keramiklüfter oder eben eine Kühlbox dran machen und so weiter. Ich finde das Look and Feel, das schreiben sie ja auch nochmal. Ich finde das so gelungen vom ID.Buzz. Diese ganzen Verschnörkselungen, das Ganze, hinten der ID.Buzz so eingelassen oder der lächelnde Smiley und so. Ihr kennt die ganzen Bilder. Wenn nicht, hier oben sind sie auch nochmal drinnen. Können wir uns mal kurz anschauen. Ich finde den ID.Buzz eben das so gelungen. Hier ist zum Beispiel hier dieser Bass so detailliert. Und auch das kann den ganzen Lifestyle und so wieder schon positiv dieses typische T1-Feeling bringen. Hier sehen wir jetzt mal, wie es aufgebaut ist. Also hier ein bisschen erhöht, da unten drunter werden dann die Sitze sein. Da hinten dann der Kofferraum und dann kann man da wunderbar drin schlafen. Hier, der sitzt relativ gechillt da hinten drin. Ja, man kann natürlich das ganze Zeug auch verwenden, um irgendwas aufzuhängen, klar. Das ist jetzt die Originale. Hier kann man auch schon drin liegen, wenn man hier hinten die Sitze umklappt. Wie ich gesagt habe, für die Ladekabel und da kann man ja auch schon drauf liegen. Hat man aber natürlich mit dem Gepäck, ist ein bisschen schwer. Da hat es der natürlich einfacher gemacht. Der hat das Ding rausgenommen und hat eine Eigenkonstruktion gemacht auf einer gewissen Höhe. Hier sieht man nochmal, ich weiß nicht, ob es die dann dazu gibt beim ID.Buzz oder ob man die bestellen kann von VW, kann man auch noch ein bisschen so ein Gepäckstruktur da reinbringen und hat hier genug Ladefläche. Aber es ist halt nicht besonders hoch, ne? Und wenn der, oh ja, echt cool, habe ich noch nie gesehen, muss ich mal schauen, ob es das dann hergibt von VW. Ja, das sind jetzt allgemeine Bilder. Genau, also wie gesagt, ich finde diese kleinen Verschnörkselungen und so schon sehr schön und detailliert. Der Cargo, die Cargo-Version. Ja, also, mein Fazit. Ich glaube schon, dass nächstes Jahr die ersten Campervans rauskommen. Nicht von Volkswagen selber. Dies wird Aufstelldächer geben vom ID.Buzz. Es wird Gepäckstrukturmöglichkeiten hinten geben, haben wir gesehen. Das ist etwas erhöht, man hat immer noch genug Platz zum Schlafen, aber auch mehr Platz als in der normalen Kaufvariante, um unten drunter ein bisschen Gepäck oder eine kleine Küche reinzukriegen. Natürlich wird die noch mit Gas betrieben werden, das ist das Schade. Deswegen warte ich immer noch drauf oder hoffe darauf, dass möglichst schnell die Camper-Variante des ID.Buzz rauskommt, wenn nächstes Jahr der verlängerte ID.Buzz, der erweiterte MEB rauskommt, dann vielleicht ein Jahr später der Camper vom ID.Buzz. Würde mir total gut gefallen, würde ich sagen, Volkswagen alles richtig gemacht. Also, gebt Gas, wir müssen jetzt schauen, wie der weiter Fahrt reinkommt, jetzt wo Herbert Diess weg ist, der in meinen Augen schon ein ziemlicher Treiber der ganzen Elektromobilität war oder noch ist. Ich glaube, 1. September wechselt er jetzt und ich finde es wahnsinnig schade, dass er weggeht nach wie vor. Aber ich hoffe trotzdem, dass der Konzern trotzdem diese Grundausrichtung mit den ID-Modellen, mit der vollelektrischen, batterieelektrischen Variante bleibt und nicht irgendwelche Spinnereien wie Wasserstoff oder sowas jetzt anfängt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen hoch freuen. Abonniert den Kanal, um weiter am ID.Buzz, aber auch an anderen Themen zur Elektromobilität in Bezug auf Camping dran zu bleiben oder auch in Bezug auf den Fahrradwohnwagen.
abonniert einfach den Kanal und aktiviert auch die Glocke, dann bekommt ihr von YouTube immer einen Hinweis, wenn es ein neues Video gibt. Ich werde euch da drüben noch weitere Videos verlinken, einmal eine Playlist zum ID.Buzz und einmal eine Playlist zum Fahrradwohnwagen. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, würde mich freuen. Dann würde ich sagen, bis bald mal wieder hier auf dem Kanal und ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Ciao!